Windelrocker, ein neues Angebot aus der Bildungspartnerschaft im Rahmen des Comenius Regio Projektes Bonn. Kommunikation zwischen Eltern und Kindern von Anfang an im Seniorenzentrum Wiener Neudorf. Ich glaube, das ist ein wesentliches Projekt hier in Wiener Neudorf, das aus der Inklusion entstanden ist. Windelrocker, ich finde das einfach gut. Also der Titel allein schon sensationell. Was steckt hinter diesem Projekt und wie kommt man auf so einen Namen? Ja, das Projekt Windelrocker ist ja aus der Inklusion entstanden. Da gibt es ja eine Bildungspartnerschaft mit der Stadt Bonn in Deutschland. Und dieses Projekt gibt es dort bereits. Und aus dem Grund hat man gesagt, okay, das kann auch bei uns sehr gut funktionieren. Und ich denke, wenn ich mir heute anschaue, wie viele Menschen gekommen sind zum ersten Tag heute zur Eröffnung, ist dieses Projekt tatsächlich ein gutes. Und Windelrocker ist ja eigentlich ein bezeichnender Titel für dieses Projekt und ich finde es gut einfach. Die kommen jetzt hierher. Was passiert hier? Welche Möglichkeiten werden angeboten? Das ist ein sehr spannender Prozess, weil wir wollen nicht etwas vorgeben. Wir wollen, dass die Ideen von den Eltern kommen. Und dadurch haben wir heute schon sehr, sehr viele Fragebögen und viele Flipcharts aufgehängt, wo die Eltern sagen können, wir wollen gern das oder das oder das. Ein sehr diverses Programm können wir da zusammenstellen. Das hängt alles von den Eltern ab und das ist sehr spannend und ich freue mich schon darauf. Wird jetzt hier jemand von Ihrer Seite zum Beispiel auch immer anwesend sein? Wie stellt man sich den Ablauf vor? Also von unserer Seite ist ganz sicher jemand anwesend. Wir haben immer zwei fixe Leute, die das Projekt begleiten. Wir haben ein größeres Team, wo wir aber auch noch in den Kinderschuhen stecken, um es aufzubauen. Es wird eben regelmäßig von zwei Leuten begleitet, es wird protokolliert, es wird mitgeschrieben. Wir wollen nämlich wirklich auf die Bedürfnisse der Eltern eingehen. Und wir haben auch vor, ganz einfach eine Befragung zu machen. In Wiener Neudorf ist das ganz was Neues, sowas haben wir noch nicht. Wir wissen auch nicht wirklich um die Bedürfnisse der jungen Eltern. Und das ist da heute natürlich ein toller Zeitpunkt, ganz einfach die auch zu erheben und zu schauen, was brauchen sie? Interessieren sie sich für Babyschwimmen? Laden wir jemanden ein, der gerne Babyschwimmen macht mit denen. Sagen sie, nein, wir sind eigentlich mehr interessiert an Englisch, dann werden wir Baby-Englisch einladen. Und so sind wir ganz einfach sehr bedürfnisorientiert. Was sagen Sie denn zu diesem Projekt Windelrocker? Ja, es ist eine gute Idee. Die Eltern können sich informieren, was gibt es in Wiener Neudorf. Wir haben sehr vieles, nur wissen es die meisten nicht. Und das ist immer eine Gelegenheit, sich zu informieren, was kann ich mit meinem Baby oder eben bis 3 Jahre geht das, unternehmen. Sei es jetzt in einem Verein oder Tagesmutter oder Englisch, wie man sieht und so. Nicht? Also ich finde, das ist ganz toll. Warum habt ihr euch das Seniorenzentrum als Location genommen? Na, wir wollten einfach diesen inklusiven Charakter, den Wiener Neudorf hat, leben. Und wir haben hier auch ältere Menschen, also Menschen der älteren Generation. Wir haben dann jetzt die ganz Jungen auch da. Und das bietet sich einfach super an, dass wir diesen Generationendialog hier fortsetzen.